Was geht ab, meine Wettenfreunde, und willkommen hier in einem neuen Part von Edna bricht aus. Ich habe mir meine Aufnahmen noch mal ein wenig zu Gemüte geführt. Und wir haben noch einen Raum, in dem wir das Licht nicht angeschalten haben. Und in just jenem Raum, denn ich habe heute an dem Tag nämlich den Part veröffentlicht, bei dem mir das nämlich aufgefallen ist, der wird sich freuen, wenn er wieder das. In just jenem Raum haben wir nämlich erst vor kurzem etwas gemacht. Aber ich habe nicht mehr dran gedacht, dass da ein Lichtschalter drin ist. Also der Raum hier ist komplett irrelevant. Denn ich gehe schon mal zumindest davon aus, dass es der Raum ist, weil wir kommen da nicht mehr rein. Und das ist, man kann das Spiel nicht an der Stelle schon breaken. So viel weiß ich. Einziges Problem, wir müssen in den Keller. Und da dauert, ne? Wir müssen nämlich mit dem Fahrstuhl fahren. Oder mit Le Wäsche Lift. Ist ja kein direkter Fahrstuhl. Es ist Le Wäsche Lift. Und dann müssen wir nochmal nachgucken, was Amelio, so hieß der Typ so, ich glaube schon, ob der jetzt inzwischen ein Loch gegraben hat, dass wir nach draußen kommen. So. Kleiderbügel Nummer 1 mit Wäscheliftsystem. Egal. Und los geht's. Wir sind Nummer 2. Habe ich nicht die Nummer 1 benutzt? Ach, egal. Eigentlich schon, aber ist egal. Wir sind jetzt so alleine. Da kommt der nächste Ausgang. So. Genau, richtiger Raum. Und zwar noch ein weiter, denn wir hatten ja mal versucht, den Lichtschalter, also mir ist der ja schon mal aufgefallen, das ist ja das Schlimme daran. Wir hatten nämlich schon bereits versucht, hier das Licht anzumachen. Hier kam nämlich auch dieses Leuchten her, was ich auf dem Bild gesehen habe, und das Regal im Hintergrund. Zumindest gehe ich davon aus, dass es sieht ziemlich sehr so ähnlich aus, weil ich habe die mal öfter miteinander verglichen jetzt. Wir hatten ja schon mal probiert, das Licht anzumachen, und dann sagt der Baumann ja, ey, soll jetzt dunkel bleiben, bla bla bla. Jetzt ist es nicht dunkel. Ich frage mich eigentlich, was ist in dem Fass drin? Hatte ich das angeguckt? Hier mixt der Barmann seine Drinks? Hallo, Fass. Was auch immer für Dämonen darin schlafen, ich wecke sie besser nicht. Okay, wir gehen. Okay. Ja, für den Hockey-Tischkicker, genau. Da fehlt uns ja leider irgendwie ein Ball. Ich glaube auch nicht, dass man den irgendwie spielen kann, den Tischkicker. Aber zumindest würde ich es gerne irgendwie versuchen, aber wir finden wahrscheinlich keine Bälle. So, Löscherwischsystem. Weil genau so heißt das. Habe ich mal gehört. Hat sich Ender gerade bewegt? Da kommt der nächste Ausgang. Hat sich Ender gerade bewegt, als ich Linksklick gemacht habe? Wieso ist hier überhaupt das Licht an? Mal aus, das Licht. Viel besser. Und los geht's. So, jetzt nochmal. Ich guck genau hin. Ich hab sowieso auf Video. Tatsache, sie bewegt sich ein kleines Stück in den Hintergrund. Also ihr Sprite wird kleiner. Das sieht man hier oben an dem Haken, da weil der nächste Ausgang. Der hängt vorher bei diesem Streifen, der da ist, daneben und danach hängt er da drauf. Ach, das ist ja cool. Ist wahrscheinlich nicht gewollt. Aber ist egal. Bewegen können wir uns ja sowieso nicht. So, jetzt gehen wir zum Herrn Blase. Jetzt müsste das Rätsel gelöst sein. Und dann kann ich jetzt endlich mal sagen, was ich da machen wollte. Für den einen oder anderen, der es vielleicht noch nicht erkannt hat. Weil mir ist an der Form der Monitore, an der Anordnung der Monitore etwas aufgefallen. Was, Komm schon. Okay. Aber es ist, glaube ich, richtig. Ja, hier ist es ja auf jeden Fall der Barmonitor. Müssen wir jetzt mit ihm reden? Ich störe ja nur ungern, aber... Fass dich kurz.
Was guckst du da? Was guckst du da? Nachrichten. Ich bin der Neue. Ich bin nicht der Neue. Ach ja? Und wer bist du dann? War ein Scherz, ich bin natürlich der Neue. Entlaufen, irre, Tor. Ich bin ein Geräuschemonitor, der sich auf Wasser spezialisiert hat. Ich bin ein Geräuschimitator, der sich auf Wasser spezialisiert hat. Was? Gluck, 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 gluck. Lass das. Oh, wie fies. Oh. Lass das. Glunk, 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 glunk. Lass das! Oh, ist ja richtig fies. Lass das! Das ist ja voll cool. Lass das! Also eigentlich ist das Rätsel schon gelöst. Ich frage mich jetzt gerade... Zumindest denke ich das. Oder andere... Na, dann werden die nicht so angeordnet. Ich überlege, ob ich es jetzt gerade sagen soll oder nicht. Na, okay. Mein Vorhaben war, hier einen W und hier einen C hinzumachen. Also für... Water Closet, ne? Wusch. Toilette. Aber ich glaube, er guckt... Das? Ach, weil er die Nachrichten guckt, ne? Die Vorstellung ist beendet. Ja. Weil er die Stimmt, er guckt die Nachricht, er guckt nicht zum Monitor. Hast du etwa das ganze Wasser getrunken? Ja, erinnere mich nicht daran. Ich müsste eigentlich längst aufs Klo. Aber ich soll meinen Posten nicht verlassen. Als wenn bei den Irren jemals irgendetwas passieren würde. Gott sei Dank bin ich, was das anbetrifft, sehr strapazierfähig. Man nennt mich nicht umsonst Ich gebe auf. Noch was. Ich lass dich... Dann. Können wir den Monitor irgendwie mit Ketchup oder so besudeln, dass er dann auf, also auf den... Der Ketchup guckt gerne Kochsendungen. Da lernt man die tollsten Sachen. Oder auch nicht. Der Senf liebt Castingshows. Ist es nicht verschärfend, die da seinen Senf dazugeben? Gott, der war schlecht. Der Poloschläger guckt am liebsten Tierfilme. Ich will es nicht leugnen. Ich mag Pferde. Das sind coole Gesprächsoptionen, muss ich mal so sagen. Ja, umschalten können wir ja nicht. Wir haben ja nix. Dann würde mich der Wächter beachten. Aber will ich das? Irgendwie hypnotisch. Oh, Monitor-Orakel. Was willst du mir mitteilen? Um meine Botschaften zu empfangen, musst du nur lange genug hinsehen. Ja, wie kriegen wir jetzt den Herrn dazu, dass er da hinguckt? Wenn man lange genug auf die Monitore starrt, beginnt man Buchstaben darin zu erkennen. Ja, genau. Und das ist das, was ich jetzt bei ihm bezwecken möchte. Ach so, Kontrollpult. Das sieht kompliziert aus. Benutzen können wir es ja nicht, ne? Das ist groß und schwer und ich lasse es lieber hier, wenn's recht ist. Ups. Und 1000 Kabel dran, ne? Hübsch bunt. Da können wir ja wahrscheinlich auch nichts mitmachen. Nicht nötig. Alles unter Kontrolle. Ja, noch. Wir müssen ihn irgendwie... Ich störe ja nur ungern ab. Passt dich... Zurück zum Generalschlüssel. Irgendwie... Was denn noch? Irgendwie müssen wir ihn dazu bringen. Welche Tür bekommt man denn damit nicht auf? Es gibt da diesen... Der Doktor hält die... Und den Schlüssel bewahrt einmal am... Immer öffnet gewiss... Oder was ab... Ein... Oder... Und... Gänsehaut. Ich bin nicht... Ach. Um ehrlich zu sein, bin ich eine entlaufene Irre. Entlaufene Irre. Ja. Hör mal, Neuer. Wenn du nur zum Herumblödeln gekommen bist, kannst du auch genauso gut wieder gehen. Wir müssen irgendwie seine Aufmerksamkeit darauf lenken. Brauchst du ein unterschriebenes Therapieformular? Wenn du noch lange nervst, dann ja. Der Strohhalm sieht gerne Telenovelas.
Die sind vielleicht hohl, aber ich mag sie. Ja, der Strohhalm ist auch hohl. Wir brauchen noch irgendwas um den Fernseher. Das kaputte Stuhlbein guckt gerne Unfallshows. Wenn andere auf die Fresse fliegen, könnte ich mich jedes Mal beömmeln. Wir müssen noch irgendwas machen, dass der Fernseher ausgeht. Irgendwas, dass der Fernseher ausgeht. Aber ich weiß nicht, was. Oh, Monitor. Ah, nee, wartet. Bei der Luftfeuchtigkeit. Ich wollte nochmal mit dem Fernseher reden. Das sind die Nachrichten und keine Talkshow. Ja. Ich laufe lieber nicht in sein Blickfeld. Wie kriegen wir seine Aufmerksamkeit auf? Auf nicht jeden Topf passt ein Deckel. Auch nicht auf einen Hohlkopf-Topf. Ja, okay, der war schlecht. Dann versuche ich mal nochmal den Keller zu begutachten, ob dort irgendwas mit dem Loch zu machen ist. Aber wie kriegen wir jetzt seinen Blick auf den Monitor? Na klar, wir müssen die Antenne irgendwie... Stimmt, wir müssen die Antenne sabotieren. Natürlich. Dann ist der Fernsehempfang gestört. Dann muss er auf die Monitore gucken. Okay, wie sabotieren wir jetzt die Antenne? Wie sabotieren wir jetzt die Antenne? Mit dem Messer vielleicht das Seil durchschneiden? Ach ja, hier war der Stieselmann und Söhne. Oh Mann, den Typen kann ich echt nicht leiden. Also bis jetzt ist mein Lieblingscharakter Holgo. Sieh her, Harvey. So kann man die Frequenz messen. Ach, er ist ein Frequenz... Ach Gott, ja stimmt, das war der schlechteste Witz, den ich bis jetzt jemals gehört habe. So, können wir mit den Kleider bügeln vielleicht? Sieh her, Harvey. So kann man den Empfang verbessern. Das klingt plausibel. Okay, auch nicht. Sieh her, Harvey. So kann die Regierung Piratensender ausspionieren. Ach, da hätte ich auch von allein drauf kommen können. Ja, wegen Holzbein. Schere? Sieh her, Harvey. So entstehen Zickzackmuster im Störbild. Wow. Aber, also können wir die Antenne vielleicht einfach benutzen? Gleichzeitig ganz in der Nähe. Oh Gott. Sehen Sie nun einen weiteren spannenden Beitrag über Menschen mit großen... Was zum Kuckuck? Nicht schon wieder. Warum haben wir hier auch kein Kabelfernsehen? Ach, was soll's. Da muss ich halt wieder die bekloppten Show gucken. Aber was zum Kuckuck? Diese Monitore. Das ergibt ein Muster. Es ist eine Botschaft. Natürlich. WC. Junge, der war aber schnell weg. War die falsche Seite? Nee, war die richtige Seite. Meine Fresse, war der aber schnell weg. Pium. Pucki hat sich nicht ein Frame dafür gegönnt, ihm eine Laufanimation zu geben. Cool. Okay, alles klar. So, also er wird wahrscheinlich auf die Toilette gerannt sein. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme. War jetzt geraten. Dementsprechend wird er seinen Schlüssel mitgenommen haben, nehme ich an. Denn der scheint jetzt nicht mehr da zu sein. Zumindest war er gerade nicht da. Ja. Alles weg. Gut, dann wird er den auf Toilette haben. Und ich befürchte, wir können ihn den nicht einfach so abnehmen. Ups, ja, Schluck auf. Ich glaube, hier um der Ecke war doch gleich eine Toilette, oder? Genau, hier steht auch WC dran. Aber wo WC dran steht, ist auch WC drin. So. Es geht nicht, ne? Hey, lass das. Mist.
Der Schlüssel hängt am Gürtel fest. Ich muss mir was anderes einfallen lassen. Jetzt verstehe ich, wofür wir diese Form brauchen. So, können wir eigentlich mit der Turnerde und hier mit einem Waschbecken was kombinieren? Cool, jetzt habe ich Matsch. Sehr schön. Können wir davon jetzt schon mal einen Abdruck machen? Ich glaube, so könnte ich einen Abdruck machen. Wow, das hat ja richtig geklappt. Ich bin Sherlock Holmes. Du bist Watson. Ich bin Holmes. Hey. Ich bin Holmes. Du bist Watson. Nein, du bist Watson. Ich bin Holmes. Was ist denn da draußen los? Ich bin Holmes und du bist Inspektor Clouseau. Abgemacht. Ist okay, jetzt haben wir einen Abdruck. Jetzt können wir den wahrscheinlich im Keller brennen. Und dann müssen wir nur noch das Gold dort einfügen. Aber dazu müssen wir Adrian zuerst besiegen. Die Frage ist, wie können wir denn diesen Doppelblitzschock machen? Vielleicht können wir nochmal mit dem Alu-Mann reden. Weil wir jetzt diese Erkenntnis haben, dass er von zwei Blitzen getroffen wurde. Von zweimal demselben Blitz getroffen wurde. Irgendwie so. Vielleicht kriegen wir das ja hin. Aber zunächst, weil wir das noch können, gehe ich jetzt mal in den Keller und versuche mal unsere Form auszuhärten. Und mit den Topflappen können wir die wahrscheinlich rausnehmen. Wahrscheinlich sehr heiß sein. Ich fände es cooler, wenn man die mit so einem Pizzaspachtel rausnehmen könnte. So, was wir ja in der Pizzeria auch mal benutzen. Also diese großen Tabletts mit diesen Stangen dran. Ich habe keine Ahnung, wie die heißen. Ja, wäre cool. So. Ton mit Abdruck in das Gitter. Okay. Zack, Form ist fertig und mit den Topflappen wieder rausnehmen. Das sollte klappen. So, jetzt müssen wir nur noch dort entsprechend das Gold einfüllen. Das wird jetzt noch das letzte Hindernis für uns. So, aber der Part ist jetzt eigentlich auch schon zu Ende. Im nächsten Part gucken wir mal nach, wie weit Erdhaufen. Nein, danke. Ich habe genug Dreck. Achso, okay. Im nächsten Part gucken wir mal, wie weit Amelio ist und ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst Kritik, Kommentare und Bewertungen da und für den Fall, dass ihr keine Folgen verpassen wollt, drückt auf Abonnieren. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin. Peace out, euer Raccoon Style Play und ciao. Das ist doch mal geil.